Herzlich willkommen zu einem Vorstellungsvideo unserer Vortragenden vom Steingeflüster 2024, wieder im Steinreich in Aigen im Mühlviertel. Heute bei mir zu Gast der Werner Betz, selbst Autor, und er hat das ganz geschickt gelöst. Er hat gleich einen eigenen Verlag, wo er dann nicht nur seine eigenen Dinge publiziert. Wir halten das ganz kurz. Hallo Werner, es freut mich sehr, dich wiederzusehen. Heute einmal online wieder. Das letzte Mal war es live. Und ja, wie geht's? Ja, hallo Gunnar, vielen Dank. Mir geht's gut und ich freue mich natürlich auch, dich wiederzusehen. Freue mich auch schon auf den 8. Juni und dass ich bei euch dabei sein darf. Bin also schon mächtig gespannt, auch auf die Location. Du hast ja schon viel davon erzählt und ja, freue mich wirklich. Ja, die Location wird dir sicher gefallen. Ich denke, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben oder hätten, würde dir die ganze Gegend sehr gut gefallen. Wir sind gleich in der Nähe vom bayerischen, also vom Böhmerwald, Blöckensteingebiet, Dreisesselberg, Dreiländereck, wo ja ich ursprünglich meine Arbeiten angefangen habe. Und in dem Tal werden wir uns befinden. Wunderbare Gegend. Wunderbare Location und ich denke mir, es wird genauso toll wie voriges Jahr. Wunderbare Gäste, die natürlich jetzt gespannt sind. Die dich noch nicht kennen, wer ist der Werner Betz? Was macht der? Und über was wir da reden? Ja, dann erzähle ich erstmal gerade, was ich so mache. In den letzten Jahren haben wir, also wir ist mein Team und ich, uns mit Portalforschung beschäftigt. Das kam nicht von ungefähr, sondern wir sind auf physikalische Anomalien, auf Kräfte, auf messbare Energien gestoßen und haben festgestellt, die stehen im Zusammenhang mit alten Plätzen, mit Geschichten, mit Überlieferungen von seltsamen Geschichten, zum Beispiel, dass irgendwo plötzlich Gegenstände auftauchen, eine Madonna im Busch liegt und wenn man sie wegbringt, dann in die nächstgelegene Kirche, dann liegt sie am nächsten Morgen wieder im Wald in dem Busch. Und ja, wir haben uns halt gefragt, da muss doch eine physikalische Kraft dahinter stecken. Sowas passiert doch nicht einfach so, denn diese Gegenstände, die sind real, die sind greifbar. Und ja, so kamen wir zunächst mal zu unserem Forschungsgebiet Kräfte aus dem Nichts und daraus ist dann das Spezialgebiet Portalforschung entstanden. Das heißt, wir gehen dem nach den Portalen sowohl über Überlieferungen, Vorkommnisse, Geschehnisse, auch heute noch Erlebnisse von Menschen. Wir hatten sogar eigene Erlebnisse schon gehabt. Und aber andererseits durch technische, physikalische Untersuchungen, mit denen wir den Zusammenhang eben zu Anomalien, nachweisen. Ja, das klingt super interessant und ich muss gleich ehrlich dazu sagen, ich war ja vor jetzt, glaube ich, 2 Wochen das erste Mal selbst auf einem Vortrag vom Werner. Ich habe jetzt auch nicht ganz genau gewusst, wie stellt der Werner das dar, weil man aus meiner Sicht ja in unserer Zeit da doch ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn man solche Schlagwörter verwendet wie Portalforschung. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du das so, sage ich mal, wissenschaftlich machst und eben wie du selber sagst, mit messbare Dinge, zumindest Phänomene belegen kannst, die an gewissen Orten vorkommen. Und aus diesem Grund kommt man ja mehr und mehr dahinter, dass an gewissen Kraftplätzen oder Kraftorten tatsächlich andere Energien vorherrschen und die natürlich irgendwas damit zu tun haben, dass das eine oder andere erstaunliche Phänomen dort passiert. Wir kennen die Geschichten zum Teil Untersberg und ich kenne es privat vom Blöckensteingebiet, Zeitanomalien oder wo man dann selbst das Zeitgefühl verliert und solche Dinge, das nur immer unerklärlich erscheint. Aber ich glaube, in unserer Zeit nähern wir uns einfach eben durch die Verwendung spezieller technischer Geräte auch einer Erklärbarkeit dieser Phänomene an. Und du hast
auf deinem Vortrag ein paar so Beispiele gebracht und in einem von unseren Podcasts haben wir einmal geredet über, in Frankreich war das, wo eine ganze Kompanie von Soldaten verschwunden ist und solche Dinge. Also es gibt in der Überlieferung sehr wohl Hinweise, dass Plätze existieren, wo extrem erstaunliche Dinge passieren, die man sich nicht wirklich erklären kann. Absolut. Und du erwähnst gerade dieses Regiment in Frankreich. Wir werden im Juni nach dem Steingeflüster, werden wir wieder dort sein. Wir sind wieder im Haut, also Südfrankreich in den Pyrenäen und werden aber diese Tour nochmal auf uns nehmen, werden an die spanische Grenze fahren, weil wir inzwischen weitere Hinweise darauf haben, wo das tatsächlich passiert ist. Wir konnten letztes Jahr auf dem Weg, den das Regiment vermeintlich gegangen sein muss, konnten wir nämlich keine Anomalien feststellen. Im Berg drin, ja, da gab es eine interessante Stelle, aber wir haben uns etwas gewundert und jetzt eben durch Recherchen sind wir darauf gekommen, das war am Ausgang des Tales auf der französischen Seite. Und das ist ja jetzt recht einfach, wenn wir sowieso wieder im Ort sind, werden wir dorthin fahren mit den Messgeräten. Wir werden noch mehr dabei haben als sonst, weil wir eine größere Gruppe sind. Es werden noch weitere Techniker auch dabei sein. Physiker werden uns begleiten. Und da wollen wir dann ja, dieses Gelände, diese Fläche nochmal näher unter die Lupe nehmen. Denn das muss ja ein sehr großes Kraftfeld gewesen sein, wenn so etwas tatsächlich passieren konnte. Mir ist da wieder mal, wie üblich, gerade eine Frage durch den Kopf geschossen. Manche dieser Felder, kannst du das sagen, sind die permanent? Oder gibt es da auch Felder, die nur zu gewissen Zeiten auftreten oder zu gewissen Zeiten stärker wirken? Wir sind noch vor wenigen Jahren davon ausgegangen, dass die Felder permanent sind, weil wir einfach zu bestimmten Orten immer wieder hingefahren sind und die Felder an den gleichen Stellen messen konnten. Und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, die werden auch schwächer. Zumindest schwächen sie sich ab und sind dann zu einem anderen Zeitpunkt wieder da. Und das hat uns dann also auch doch dazu bewogen, hier mal näher nachzuschauen. Also offenbar schwanken diese Energien. Warum das so ist, das kann man heute noch nicht sagen, denn wir wissen ja überhaupt nicht, wo die ihren Ursprung haben. Wir vermuten natürlichen Ursprung, dass es Erdenergien sind. Kollege bezeichnet sie immer als solche. Das würde ich also auch bestätigen. Aber die schwanken offenbar. Und wir haben letztes Jahr auf unserer Tour, die ja ganz ja, weite Bereiche umfasst hat, Spanien, Frankreich, auch bekannte Regionen, wo wir schon vorher waren, da haben wir festgestellt, dass diese Energien sich an manchen Orten sogar verstärken, an manchen Orten immer noch da sind, aber eben in schwächerer Form. Und ja, deshalb spricht man ja auch mitunter von temporären Portalen. Es ist ja nun so, wenn man heute ein Erlebnis hat, wie ich es selbst schon hatte vor, oh, es sind jetzt über 40 Jahre, das heißt ja nicht, dass jeder, der zu diesem Fleck kommt, der an dieser Stelle vorbeifährt, dass jeder dieses Erlebnis hat. Und das ist ja auch schon bekannt in der Literatur. Ja, einer erzählt, er war irgendwo oder schreibt und hat dort Gebäude gesehen, die vor 200 Jahren dort standen. Und er sieht die auch selbst am nächsten Tag nicht mehr. Also da spielen offenbar verschiedene Kräfte zusammen, auch bei den Zeitanomalien oder Zeitportalen kannst du es auch nennen, wie wir es ja am Untersberg haben. Den Untersberg haben wir ja auch schon öfter mal unter die Lupe genommen und haben dort auch verrückte Sachen
erlebt schon und gehört, erfahren. Und deshalb gehen wir davon aus, dass auch dort diese Kräfte temporär sind. Einmal war es ganz deutlich, da hatten wir am Nixloch eine GPS-Abweichung, wirklich so extrem. Wir waren zum ersten Mal dort, wollten das mit einem GPS-Gerät suchen nach Koordinaten. Es war nicht möglich. Und wir haben es dann gefunden durch Hilfe eines Einheimischen. Und am nächsten Tag wollten wir das vorführen. Da waren noch andere Kollegen dabei, weil wir auch einen Kongress dort hatten. Am nächsten Tag gehen wir hin und alles war völlig normal. Das GPS funktionierte bei gleicher Satellitenanzahl einwandfrei. Das sind also diese Merkwürdigkeiten, die mal vorkommen, mal eintreten und ein anderes Mal eben wieder nicht. Klingt ein bisschen wie Bermuda-Dreieck. Ja, es gibt solche Ja, wir Gegenden denken, das und ist ein Riesenportal. Ja. ja, es gibt tatsächlich solche Gebiete und Gegenden. Und es ist also, wie du sagst, wenn man selbst vor Ort ist bei solchen Forschungen und das zum Teil jahrelang, dann hat man einfach das eine oder andere Erlebnis selbst. Wie lang macht sie jetzt die Forschung schon mit tatsächlichen Messungen? Und wie sehr hat sich auch die Technik jetzt verändert, sage ich mal? Weil ich weiß nicht genau, in den 10, 20 Jahren in der Vergangenheit, wir haben halt sicher besseres Equipment. Wie lange macht sie das insgesamt schon jetzt? Also wir haben begonnen mit der technischen Messung, das muss also so im Jahr 2010 gewesen sein. Müsste ich jetzt mal genau nachschauen. Circa. Aber das kommt ziemlich hin. Denn 2012 erschien unser Buch Kräfte aus dem Nichts. Bevor wir so weit waren, da haben wir also eine ganze Menge experimentiert. Da haben wir mit Equipment experimentiert, was sich dann als völlig wertlos herausgestellt hat. Es gibt ja keine Anleitung hierfür. Es gab kein Buch, wo drin steht, ihr müsst jetzt diese Antenne verwenden und diese Software und müsst den Rechner so einstellen. Es gibt es nicht. Wir sind dann darauf gestoßen, doch die Amateurfunker, die hatten da gute Tipps für uns. Und dass wir überhaupt in diesem Bereich Messungen vornehmen, das war zunächst mal unsere Idee, denn die Amateurfunker machen ja ganz andere Dinge. Die haben ganz andere Interessen als wir. Und wir sind da eben von der anderen Seite herangegangen und haben dann uns das Equipment so zusammengestellt. Da kam natürlich im Laufe der Jahre dann noch einiges dazu. GPS, Wärmebild und lauter diese kleinen technischen Feinheiten, wo wir festgestellt haben, das kann also da oder da auch sehr hilfreich sein. Und dann haben wir vor ein paar Jahren, da fingen wir dann an, zusammen mit dem Axel das weiter zu betreiben. Axel ist also technisch viel versierter als ich. Und er hatte schon ein Equipment, weil er sich unabhängig von uns auch mit diesen Kräften beschäftigt hat. Das hat sich natürlich inzwischen sehr gut ergänzt und wir arbeiten seit Jahren sehr eng zusammen. Und dadurch hat sich also auch mein Equipment jetzt nochmal erweitert. Ja, Axel durfte ich mittlerweile kennenlernen, zumindest einmal per Telefon. Und haben schon sehr, sehr interessante Gespräche geführt. Hauptsächlich natürlich in Bezug auf meine Forschung in der Resonanzkammer und die Ergebnisse, die ich bis dato habe. Darf ich trotzdem vermuten, schönes Wort, genaues Übergang, darf ich vermuten, dass ihr, bevor ihr mit technischem Gerät gearbeitet habt, Pendel und Router verwendet habt und macht ihr das heute auch noch? Also, ich kann für mich sprechen. Ja, ich habe irgendwann begonnen, mit den Routen zu arbeiten. Hat mich schon immer interessiert. Dann hatte ich mal die Gelegenheit in Österreich, in einem Urlaub.
bei einem Einheimischen, bei einem Wanderführer, der hat da so eine Einführung ins Rudengehen angeboten. Und da konnte ich also zuerst mal da hineinschnuppern. Vorher musste ich mir Leute holen, wenn ich gesagt habe, hier bräuchte ich jemanden mal mit einer Rute, dann musste ich jemanden herbeiholen. Und so habe ich das dann mal selbst gelernt. Und das war auch der Beginn unserer Forschung, Kräfte aus dem Nichts. Denn wir haben uns gesagt, wenn diese Orte, diese besonderen Orte, zum Beispiel an Wallfahrtskirchen, Wallfahrtskapellen, heiligen Plätzen, wenn die mit einer Route zu muten sind, dann muss doch eine physikalische Kraft dahinter stecken. Das hat mir dann auch mal ein Physiker, ein Physikprofessor bestätigt, der sagt, ja, also ich habe keine Ahnung vom Rudengehen, aber wenn das funktioniert, dann kann es nur über Physik funktionieren. Und gut, so einfach ist es nicht, denn beim Rudengehen, so wie auch beim Pendeln, da spielen natürlich auch andere Kräfte und Empfindsamkeiten mit eine Rolle. Aber das waren tatsächlich die Anfänge und das Pendeln, das habe ich erst während unserer Arbeit, unserer Portalforschung mit hinzugenommen. Und damit ist die Frage schon beantwortet. Also wir arbeiten auch heute noch damit. Mehr denn zuvor. Ja. Das heißt, du hast natürlich dann gewisse Erfahrung mit Routen. Ihr verwendet vermutlich heute solche Dinger. Ich verwende sowohl die Winkel als auch die Gabelrute. Und ja, ich arbeite nur gelegentlich mit der Route. Haselnuss ist aus dem Altertum überliefert, sollte sich sehr gut dazu eignen. Also für die Menschen, die nicht genau wissen, wie das mit Routengehen und so funktioniert. Heute verwendet man eben zum Teil solche Dinge. Meine zum Beispiel, die haben einen beweglichen Griff. Es gibt dann wieder andere, da steckt man diesen Draht in eine kleine Röhre oder man kann es Freihand halten, wenn man besser geübt ist. Ja, das finde ich toll. Ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, dass wir heute eben Unterstützung kriegen aus der technischen Welt. Und wir da mehr und mehr herausfinden, warum auch diese Dinge funktionieren. Warum wir wirklich die unterschiedlichsten Dinge finden können. Seien das Hohlräume, Bodenschätze, Wasser hauptsächlich. Das kennt man natürlich im Volksglauben. Da war es eigentlich am Land heraus doch nur zumindest jeder von den älteren Bauern irgendwen, den man immer wieder holen kann, wenn es darum geht, Brunnen zu suchen. Und ja, ich bin total gespannt. Du hast ein neues Buch am Start, wenn ich mich nicht irre, zu diesem Thema. Wir denken darüber nach. Ja, also wir hatten eigentlich, nachdem das zweite Portale-Buch auf dem Markt war, und das kommt auch immer noch sehr gut an, worüber ich mich freue. Und dann haben wir überlegt, Sonja, meine Co-Autorin, Mitforscherin und ich, und haben gesagt, also wir können jetzt nicht ein drittes Buch in dieser Art auf den Markt bringen. Da sagen die Leute dann, naja, die erzählen immer nur von Portalen, aber die finden keins. Wir müssen irgendetwas mal vorweisen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir so kurz vor dem Portal stehen, aber unsere Forschung geht inzwischen auch diesbezüglich in eine Richtung. Da arbeiten wir mit anderen Mitteln. Und sodass wir jetzt schon die Überlegung haben, dann können die jetzt doch noch mal ein drittes Portale-Buch draus werden. Aber dazu brauchen wir interessante, spannende Erkenntnisse. Wir werden sehen, was dieses Jahr unsere Frankreich-Expedition bringt. Wie gesagt, mit einem größeren Tross. Wir sind, glaube ich, 10 Leute inzwischen mit Physikern und Remote-Viewern und mit Technik, mit allem Möglichen. Vielleicht ergibt sich schon daraus ein neues Buch oder zumindest Videos, Vorträge. Ich werde auch bei euch, da kannst du sicher sein, ich erwähne es, glaube ich, und ich werde nicht den Vortrag halten, den du kennst, Schön für sondern mich. ich, ja, natürlich. Es ist in den Büchern noch so viel drin und wir haben inzwischen auch noch neue Erkenntnisse,
die jetzt zwar gesammelt sind, aber noch nicht in Büchern, so dass ich das jetzt etwas aus der Historie heraus aufbauen werde und werde auch über Portale in der Geschichte und bis weit zurück, vielleicht bis in eine Geschichte vor Jahrtausenden, mal etwas näher erläutern. Das passt sehr, sehr gut zum Steingeflüster und zum ganzen Gebiet auch. Bevor ich es vergiss, sage ich es gleich dazu. Die Bücher vom Werner, die wird es natürlich beim Forschertreffen Steingeflüster auch erwerblich zu erschwingen geben. Das haben wir schon so organisiert, dass der Werner da ein bisschen was mitnimmt für interessierte Menschen. Das finde ich nach wie vor einer unserer wichtigsten Punkte, ja, die Menschen zu vernetzen und ihnen wirklich Zugang zu diesen Forschungen, die wir betreiben und ja, unseren Erkenntnissen zu ermöglichen. Das finde ich toll. Und es wird diesmal sogar ein bisschen mehr werden als im letzten Jahr, weil ja, ein bisschen wird es wachsen und von den Rahmenbedingungen dort wird es einfach ein bisschen mehr wieder geben als im vorigen Jahr. Mich freut es dann besonders, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit als letztes Mal auf deinem Vortrag, auch ein bisschen in den anderen Büchern zu schmökern, die jetzt nicht nur von dir sind. Ich hoffe, du nimmst eine schöne Auswahl mit. Es wird sich auszahlen, würde ich sagen, weil es dann ist sicher sehr interessiertes Publikum. Da bin ich mir sicher. Und ja, zum Thema deiner Forschung wollte ich dich noch fragen, habt ihr schon versucht, diese von euch festgestellten Felder zu beeinflussen? Kann man diese Felder beeinflussen? Natürlich wirst schon vermuten, meine Frage zielt darauf ab, kann man diese Felder mit Tönen beeinflussen? Oder gibt es da einen Unterschied zwischen Feldern, die außen zu finden sind oder die in Höhlen oder in einem Berg wo, oder in einer Kathedrale oder so, wo innen drin zu finden sind? Also wir haben auch diesbezüglich schon einige Experimente gestartet und wir sind ja nicht die Ersten, die damit experimentieren. Da fingen ja schon vor, ich glaube, das sind jetzt über 20 Jahre, fingen damit Menschen an, mit Tönen diese Felder zu beeinflussen. Das war, wir wissen es ja, Professor Neugebauer gewesen in der Steiermark. Und nun ist die Frage, hat er oder haben andere durch diese Töne, durch Frequenzen, durch Schallwellen diese Felder beeinflusst, verstärkt oder lediglich genutzt, aktiviert? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ich denke mal, dass beides möglich ist. Und wir haben auch schon letztes Jahr haben wir damit begonnen auf unserer Expedition, einfach nur mal so aus Spaß und jetzt schon etliche Erfahrungen damit gemacht. Wir haben auch schon probiert, mit Erfolg Energien zu erhöhen, also wirklich zu beeinflussen. Und ich habe gerade ein ganz aktuelles, neues Video hochgeladen auf meinem Kanal. Da waren wir letztes Jahr im Juli, war ich mit Anja zusammen bei einem Sumpfstein, hier bei uns ganz in der Nähe. Sumpfstein, das heißt, das sind schon modernere Steine. Zur Sinneswahrnehmung sind die also aufgestellt. Man steckt seinen Kopf in ein großes Loch und summt und spürt dann im ganzen Körper eben Vibrationen oder den Ton, die Frequenzen. Und wir haben dann dort bestimmte Töne, bestimmte Tonfolgen gesummt. Wir hatten also eine Box dabei, eine kleine, haben uns die Frequenzen vorgeben lassen, haben dann mitgesummt und dann immer wieder Bovis-Einheiten gependelt. Immer wieder zwei, drei Durchgänge gesummt. Und dann wieder Bovis-Einheiten gependelt und haben es an diesem Ort dadurch geschafft, die natürlich vorhandenen Bovis-Werte auf ein 60-faches zu erhöhen. Und das war also schon ein sichtbarer Erfolg. Und wir haben das, wie gesagt, jetzt nicht zum ersten Mal gemacht. Letztes Jahr haben wir das auch an Wallfahrtskapellen, an Kirchen probiert und haben festgestellt, das funktioniert ja.
Insbesondere eben an solchen Orten probieren wir das, wo es Portalerlebnisse, Portalberichte gibt. Das klingt für mich sehr spannend, weil es natürlich zusammenhängt mit weiteren Dingen. Und zwar ist das eben dein Fokus, deine Ausrichtung. Was willst du damit bewegen? Und da ist ja eigentlich der Begriff Wallfahrtsort fast das Stichwort, weil Menschen mit einer gewissen Erwartungshaltung dorthin gehen. Weil wir wissen das aus der Geomantie oder Radiästhesie, wenn man mit Pendel und Route arbeitet, muss man natürlich ein bisschen aufpassen auf seine eigene Erwartungshaltung, weil das ja das Ergebnis beeinflusst. Das heißt, du kannst aber dann das Ergebnis verstärken, wenn du wirklich fokussiert sagst, okay, vielleicht weißt du ja sogar, welche Frequenzen oder welche Töne am passendsten sind, um diese Felder zu beeinflussen oder auch vielleicht einmal jetzt nur zu aktivieren. Das heißt, wir kommen auch in den metaphysischen Bereich. Und da wird es für mich dann nur mal spannender, weil für mich schließt sich da ein weiterer Bogen zu dem, was wir aus der alten Zeit als Legenden und Mythen kennen, die ja auch immer wieder nur sehr unerklärlich scheinen. Jetzt kriegen wir aber schon zwei, drei, vier Werkzeuge oder Methoden in die Hand, wo man Erklärungsmöglichkeit haben. Eben durch die technische Messung der Felder, der Magnetfelder, genauso wie der Dinge, die für uns noch hörbar sind. Das ist ja nicht recht viel. Wir haben ja ganz ein großes Spektrum vom Infraschall bis Ultraschall, wo wir mit unseren fünf Sinne gar nichts machen können. Nur wir haben eben den Riesenvorteil, dass wir über Töne eigentlich alle die anderen Spektren beeinflussen können. Und dann kommt das geistige Potenzial hinzu. Also ich glaube, der Werner wird mir da recht geben, wenn wir sagen, wir stehen ja bei dieser Art der Forschung wirklich erst am Anfang. Nicht mehr ganz in den Kinderschuhen, weil es natürlich auf vielen Ebenen in andere Disziplinen, sage ich jetzt da, ganz, ganz viel interessante Forschung eben gibt zum Thema Frequenzen. Und da ganz viele Erkenntnisse dabei sind, die ja wieder in unserer Forschung einen Sinn machen, wir das ja mit einfließen lassen. Nur, das finde ich einfach wirklich spannend, dass man das, was in der alten Zeit überliefert wurde, ein bisschen entmystifizieren kann, dass es einfach ein bisschen greifbarer wird für unseren Verstand. Weil das brauchen wir, sonst können wir mit den ganzen Erlebnissen nichts anfangen. Da bleibt es immer so schwammig und in einem Fantasiebereich. Das finde ich extrem, extrem spannend. Und deswegen freue ich mich auch irrsinnig, dass du beim Steingeflüster dabei bist. Ja, du hast eben einen ganz interessanten Punkt noch angesprochen, da möchte ich gerade mal kurz darauf eingehen, nämlich die Wallfahrten und die Erwartungshaltung. Natürlich waren Menschen ich sage mal jetzt, nach Lourdes und haben eine ganz bestimmte, auch eine hohe Erwartungshaltung. Was machen die Menschen dort? Die gehen dorthin, sie beten, sie singen. Und da machen sie genau das, was wir jetzt ausprobieren, wo wir jetzt ganz gezielt experimentieren, denn die beeinflussen mit den Frequenzen, mit ihrem Gesang, beeinflussen sie die vorhandene Energie. Mit Sicherheit auch ihre eigene Energie. Bobis ist ja die Lebensenergie. Und wenn ich jetzt mit 100 Leuten hier ein Gebet spreche oder singe, das wurde übrigens ja schon vor Jahrzehnten untersucht, die Wirkungen dessen. Damals ging man aber nicht so weit, das jetzt auf die Frequenzen, auf die Wellen zurückzuführen. Man hat es einfach untersucht, ob so etwas Wirkung hat. Und es hatte Wirkung nachweisbar. Und da ist es auch egal, ob ich jetzt in einer Kirche ein Vater Unser bete oder ob ich in einem Tempel Mantren singe. Das ist genau das Gleiche. Es hat nichts mit der Religion an sich zu tun. Exakt. Und es ist ja in Wirklichkeit dann so, wenn man nur ein bisschen weiter zurückgeht in die Vergangenheit, also nur nicht jetzt tausende Jahre, aber ein paar hundert Jahre, da fällt mir dann einfach wieder dazu ein, die sogenannten Solfeggio-Frequenzen und was in den gregorianischen Chorälen verwendet wurde. Und ja, in der Vergangenheit, mittlerweile wissen wir das auch, in Kirchen und Kathedralen, die dort eingebauten Orgeln auch noch auf andere Frequenzen gestimmt waren, als das heute üblich ist. Also es ist in Wirklichkeit so, dass natürlich schon bewusst
heute gab, dass Frequenzen gibt, die gut sind oder besser sind für uns und wir natürlich am Menschen ganz, ganz viel damit beeinflussen können. Wir kommen auch nicht umhin, übers Wasser nachzudenken, wieder natürlich auch in Bezug auf unseren Körper, weil der zum Großteil aus Wasser besteht. Ich erinnere dann nur kurz an Masaru Emoto und seine Experimente oder andere Experimente, die es heute gibt, wo man das auch visualisieren oder visuell darstellen kann, was passiert mit Sandkörnern, mit gewissen Frequenzen, was macht die Wasseroberflächen. Also es ist wirklich extrem spannend und zum Teil haben sie das ja in der Vergangenheit Menschen zunutze gemacht für positive Effekte. Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, es bleiben auch natürlich die Dunkelkräfte nicht außen vor, weil wenn wir solche Plätze aufsuchen, wir hinterlassen ja auch einen energetischen Fußabdruck von uns selbst. Natürlich wieder im Zusammenhang mit dem Gefühl, mit der Einstellung, dem Fokus, auch der Erwartungshaltung, die wir haben. Und es ist halt leider auf der anderen Seite so, viele Dinge, viele Plätze, die früher Kultplätze waren, sind zum Teil bis heute herauf mit negative Energien besetzt, weil man angefangen hat, Geschichten zu erfinden über Hexen und den Teufel und das Böse und was nicht gut alles unterwegs wäre. Und die Menschen, die dann diese Plätze gemieden haben, die waren in einer Angstfrequenz. Und da kann man sich dann fast wieder an den Bereich annähern, wo man halt sagt, okay, gewisse Orte gehören gereinigt. Das ist ja für manche so schwer vorstellbar. Wie mache ich das? Wie geht das? Nur ist aus der Forschung, die du auch machst, einfach kriegen wir jetzt Beweisbarkeit, dass das sehr wohl möglich ist, dass ich dort die Energien wieder beeinflussen kann. Und ich kann sogar so weit gehen, Steinsetzungen. Ich sage jetzt einmal Dolmen oder andere Steinbauwerke, die es bei uns auch zuhauf gegeben hat und die zum Teil zerstört wurden und ihre Arbeit nicht mehr ordentlich verrichten. Ich weiß, ich lehne mich wieder weit aus dem Fenster, weil manche schimpfen dann wieder. Man könnte diese Dolmen zum Teil wieder aufstellen und reaktivieren. Also das ist alles möglich und mich freut es wirklich, dass man da einfach aus dem rein mystischen Bereich wirklich in unserer Zeit schon langsam ein bisschen herauskommen und mehr und mehr verstehen, was wirklich möglich ist. Wir haben übrigens auch schon festgestellt, du sagtest, den Dolmen wieder an der richtigen Stelle aufstellen. Das musst du mitunter nicht mal machen. Wir haben an einem Beispiel mit der Rute, haben wir festgestellt, ein Dolmen, der versetzt wurde, weil er beim Straßenbau im Weg stand, aber eins zu eins einfach 100 oder 150 Meter weiter aufgebaut wurde, der hat offenbar die Kraft mitgenommen. Der war noch ganz genau auf den Linien, so wie es typisch bei den Dolmen ist, konntest du mit der Rute gehen. Die waren da und da sagte ich, was ist denn das jetzt? Der stand doch überhaupt nicht hier. Ja, ich muss gerade schmunzeln, Werner, weil es ist schon wieder so, wie es uns so oft passiert, wir könnten jetzt vom Hundertsten ins Tausendste kommen und über die Energiegitternetze nachdenken und sagen, okay, Oh ja. dann haben sie genauso weit versetzt, dass er wieder genau auf einer Energiebahn steht und deswegen auch seine Arbeit nur weiter verrichten kann und. Also ich glaube, liebe Zuseher, ihr habt das Feuer ein bisschen prickeln spüren da, wenn da Werner und ich wieder in die Thematiken einsteigen. Dieses kurze Video sollte jetzt nicht so lang werden wie unsere üblichen Podcasts. Ich glaube, wir haben ein schönes Stück Spannung erzeugt für das, was der Werner erstens auf seinem Vortrag präsentieren wird und hoffentlich nachher ein bisschen länger nur mit unserem Lagerfeuer verweilt, dass man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Und es wird eine kleine Podiumsdiskussion geben. Nachher, aber aus der Erfahrung vom vorigen Jahr, quasi, es bilden sich so kleine Grüppchen um die Forscher. Die einen interessiert mehr das und die anderen mehr das. Auf jeden Fall, wir sind greifbar und wir sind vor Ort. Werner, auch wenn ich jetzt noch gern eine Stunde weiter da mit dir irgendwelche Ideen ausbrüten würde, wir werden in Zukunft miteinander arbeiten. Wir werden uns am Sonntag wieder wie voriges Jahr nur mit den Forschern, für die Öffentlichkeit leider nicht möglich, aber wir werden uns gemeinsam die Resonanzkammer ansehen, wenn du schon mal bei mir in der Gegend bist. Und die eine oder andere Messung und den einen oder anderen Ton werden wir uns dort auch nicht verkneifen. Es geht auf jeden Fall weiter.
Ich finde es toll, dass sie auch immer mehr Menschen treffen, die wirklich forscherisch sehr aktiv sind und auch schon sehr viel Erfahrung mitbringen. Aus Eigenerfahrung, aus der eigenen Arbeit oder auch aus Gesprächen mit anderen, die eben wieder in diesen Thematiken drinnen sind. Werner, ein kurzes Schlusswort von dir. Ich habe jetzt aktuell keine Frage mehr, weil ich muss aufpassen, dass mein Gehirn jetzt nicht gleich wieder weiter abdriftet. Was könnte noch alles interessant sein in Bezug auf deine Dinge? Ich bin schon wieder hin und weg. Es ist spannend, es wird wirklich spannend und ich bin für meinen Teil extrem froh, dass der Werner diesmal dabei ist. Kennst du ihn Reinhard Habeck schon persönlich? Schon lange. Ja, sechs, das Ja. wollte ich nämlich vorher noch fragen. Dann wird es euch hier auch wieder treffen. Die Gabi wird da sein. Es wird ja eigentlich Ja, ich. ein Familiennachmittag. Natürlich, ja. Ich freue mich schon. Ich habe schon mit ihm telefoniert und weil ich für ihn habe, ja, sagt er, bring's mit und brauchst nicht schicken. Ja, wir sehen uns ja auch regelmäßig. Ja, er ist auch so ein viel beschäftigter Ja. Mann, aber es ist für mich ist toll, dass zumindest vielleicht. So wird das einmal im Jahr, gibt es so ein Fixtermin da bei uns im Mühlviertel, wo man sich immer wieder mal trifft und ja, die Fäden weiterspinnt in die Zukunft, was uns nicht neu sein wird. Ja, Werner, Ja, dem hast habe du ich noch was übrig? Willst du noch was loswerden fürs Publikum oder müssen wir für den Rest einfach gespannt bleiben bis am 8. Juni? Genau, dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Du hast alles gesagt und ich freue mich auf unsere nächsten Gespräche, auf unsere nächsten Podcast-Aufnahmen und ich freue mich riesig auf den Kongress, auf die Veranstaltung, auf das Steingeflüster bei dir, auf die Resonanzkammer natürlich. Und ich bin sehr gespannt. Gut, dann beenden wir somit den offiziellen Teil. Werner, bleibst du noch ein bisschen bei mir für ein bisschen Nachbequatsche, aber Jo. von den Zusehern und Zuseherinnen vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Meldet euch an, es ist wirklich ein guter Tipp, weil wenn das Wetter nicht ganz mitspielt, ihr habt nur einen sehr limitierten Innenbereich und draußen, ja, okay, ich werde dafür sorgen, dass Leinwand draußen gibt und Lautsprecher, dass man alles mitkriegt. Und ich gehe davon aus, dass uns die Wettergötter wieder erholt sind, so wie im Vorjahr. Nur wer sich wirklich einen Platz reservieren möchte, fast Hälfte sind schon weg, also meldet euch an. Ihr kriegt sofort von mir eine Antwort und ja. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören soweit und auf Wiederhören, Wiedersehen.